Ja, man darf sich erwarten, dass wir die erste Runde gegen die Ägypter für uns entscheiden. Das ist unser Pflichtspiel. Und dann wartet schon ein Riese auf uns mit Deutschland, wahrscheinlich Deutschland. Und das wird schon ein ganz harter Brocken. Und ich glaube, da müssen wir schon über uns hinauswachsen, dass wir da ins Semifinale vorstoßen können. Aber es ist so wie bei einer jeden Großveranstaltung. Es ist einfach ein immenser mentaler Stress. Und Leute, die da schon ein bisschen Routine haben, für die ist das schon ein großer Vorteil. Bis dahin werde ich natürlich noch schauen, dass ich ein bisschen relax, dass ich regeneriere, aber aktiv regeneriere, dass ich auch ins Training gehe, dass ich ein paar Feinheiten wieder justiere. Und dann denke ich, dass ich auch wieder zu einer gleich guten Leistung fähig bin, so wie im Einzel. Also 2,5 Stunden vorher fahre ich in die Halle. Dann habe ich eine Stunde Aufwärmen im Trainingsbereich und dann habe ich die Stunde drauf, eine Stunde am Tisch im zweiten Hallenplatz, ja, wo 8 Tische sind. Und dann die letzte halbe Stunde, da geht es nur mehr in den olympischen Check. Das heißt, da wirst du durchgeforstet, da wird der Schläger kontrolliert und eben auf die olympische Charta bist du kontrolliert, auf die Sponsoren und alles Mögliche. Also eine halbe Stunde vorher geht gar nichts. Da hoppelt man nur mehr hin und her und schaut, dass man sich warm hält für das Match. Man lenkt sich nicht ab, sondern man fokussiert sich eben. Ja. Das heißt, man konzentriert sich auf das, was vor einem ist. Das heißt, man hat dort lauter Sesseln und man sitzt eigentlich in einem kleinen Raum und schaut, dass man in Gedanken nochmal durchgeht, welche Vorzüge hat der Gegner, welche Stärken, welche Schwächen. Wo hat man gerade selber das Gefühl, dass man ein bisschen wogelt und wo hat man selber das Gefühl, dass das die starken Punkte sind? Man geht nochmal die Taktik durch und die Zeit vergeht eigentlich wie im Flug, weil man so viele quasi Szenarien im Kopf durchspielt und das ist im Tischtennis äußerst komplex und daher wird man da nicht fad.